und kommen zu Top 5 unserer Tagesordnung, der Großen Anfrage der SPD, Fraktion der SPD, Jugendmedienschutz an hessischen Schulen und digitaler Nachholbedarf. Und als Erstes darf ich Frau Geis für die SPD ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle Situation zeigt uns allen wieder einmal sehr deutlich, wie viel Luft nach oben gelegentlich in der hessischen Bildungsinfrastruktur an unseren Schulen ist. Und wie gut es ist, dass aufgrund der großen Unterstützung des Bundes nun endlich eine Reaktion zur besseren Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten erfolgen kann. Diese Ausgangssituation zwingt den Blick auf die nächste wichtige Frage, und das ist der Jugendmedienschutz an den hessischen Schulen. Angemessener Jugendmedienschutz und seine Umsetzung scheint, das zeigt unsere Große Anfrage deutlich auf, in weiten Teilen noch immer ein Fremdwort zu sein. Dabei ist ein sicherer Umgang mit dem World Wide Web und den sozialen Medien wichtiger als je zuvor. Der Schulalltag von Corona hat nicht nur gezeigt, dass Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte unerwartet vor völlig neuen Herausforderungen standen. In Nullkommanichts mussten Schulen Konzepte entwerfen, wie Kinder und Jugendliche von zu Hause Fernunterricht erhalten, wie sie trotz weggebrochenem Präsenzunterricht Lerninhalte erarbeiten und sich auf Prüfungen vorbereiten. Solch eine Situation war für alle das erste Mal, das gebe ich zu, aber ein wenig mehr an grundsätzlichem Engagement vor der Pandemie für digitales Lernen hätte die Probleme verringern und die Situation wahrscheinlich entschärfen können. Kein Internetanschluss, keine Endgeräte oder nur eins für mehrere Geschwister, keine ausreichenden technischen Kenntnisse seitens Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern. Damit waren viele im Fernunterricht monatelang konfrontiert. Dieses Problem des Fernunterrichts war vorherzusehen und wurde auch sehr rasch sichtbar. Hier bekräftigt sich wieder einmal die Haltung der SPD, dass die Landesregierung alle denkbaren Entwicklungen rund um den Bereich Digitalisierung in den vergangenen Jahren nicht wirklich ernst genommen hat. Aber, werte Kolleginnen und Kollegen, da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Digitalisierung bedeutet jedenfalls nicht, jedem Schüler und jeder Schülerin bloß ein Tablet in die Hand zu drücken. Damit ist es bei weitem noch nicht getan. Dennoch ist es ein wichtiger und notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Die Verteilung digitaler Endgeräte geht selbstverständlich auch zwingend einher mit dem nötigen Jugendmedienschutz. Kinder und Jugendliche dürfen mit Gefahren und Risiken der digitalen Welt nicht alleine gelassen werden. Und dass diese im Real Life vorhanden sind, zeigen Untersuchungen wie z.B. die Speech-Studie. Im KPA hat man uns erste erschreckende Ergebnisse berichtet. Und da kommt unsere große Frage zur richtigen Zeit, und in der Beantwortung gibt es einen roten Faden, der sich durch alle Bereiche durchzieht. Es gibt überall noch reichlich Luft nach oben. Ein ganz deutlicher Befund ergibt sich aus den Antworten auf unsere große Anfrage. Ohne Sach- und Fachkundige, außerschulische Kooperationspartner stünden die hessischen Schulen beim Jugendmedienschutz mehr als nur im Regen. Ohne die Angebote der LPR, wie z.B. die Projekte Internet-ABC und Webklicker, die Angebote des HR, des Instituts für Medienpädagogik und Kommunikation und Anbieter wie Digitale Helden, würde Bildung rund um das Thema Jugendmedienschutz so gut wie gar nicht vorkommen. Und von allen Kooperationspartnern ist im Grunde zu hören, dass sie sich aufgrund der Bedarfslage eine viel größere Inanspruchnahme durch die Schulen wünschen würden. So schätzt das Kultusministerium, entnehmen wir der Anfrage, dass z.B. seit 2017, also in 4 Jahren, mit dem Projekt Digitale Helden gut 44.000 Schülerinnen und Schüler erreicht wurden. Die Anwendung eines einfachen Dreisatzes zeigt, dass es ein Anteil von knapp 6%.
Und da muss man sich schon einmal die Frage stellen, was macht man mit den anderen 94% der Schülerinnen und Schüler, die nicht erreicht wurden? Auch da ist reichlich Luft nach oben. Damit zeigt sich die nächste Schlussfolgerung. Ja, Jugendmedienschutz ist an den Schulen eine Querschnittsaufgabe. Und ja, alle in der Schule Beteiligten müssen diesen auf der täglichen Agenda haben. Aber auch im Bereich der Fortbildung von Lehrkräften gibt es da noch Luft nach oben. Das belegen deutlich die Zahlen bei der Nachfrage von Lehrkräften für die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen, wie z.B. Jugendmedienschutzberater an hessischen Schulen. Auch da gibt es noch Luft nach oben. Ich frage mich, woran das liegen mag. Haben Lehrkräfte eventuell zu wenig Zeit? Oder werden die Bildungsangebote nicht ausreichend zwischen Kultusministerium und Schulen kommuniziert? Lehrkräfte müssen heutzutage vielfältige Aufgaben erfüllen. Sie müssen nach wie vor Lehrinhalte vermitteln. Sie sollen immer mehr als Lernmoderatoren agieren. Und sie sollen den richtigen Umgang mit Medien lernen. Und was nutzt den Lehrkräften in Hessen eine entsprechende Fortbildung, wenn sie im Anschluss an ihrer Schule kein Deputat und damit keine Zeit für die Umsetzung ihrer Kenntnisse bekommen? Und was Lehrerinnen und Lehrer nicht brauchen, sind bürokratische Hürden. Es muss für Schulen möglichst einfach sein, sich über Angebote des Jugendmedienschutzes zu informieren und passende Aktionen durchzuführen. Dafür benötigen sie alle Unterstützung. Zum Thema Unterstützung entnehmen wir der Großen Anfrage, dass in jedem staatlichen Schulamt ein Fachberater Medienbildung Teil des sogenannten multithematischen Teams ist. Das Beratungskontingent für alle Schulen im Schulamtsbezirk wurde im Februar 2020 auf 12 Stunden verdoppelt. Ich erspare mir hier den einfachen Dreisatz, aber viel Zeit kann dabei für die Beratung der einzelnen Schule nicht herumkommen. Auch die Beratung hat also noch Luft nach oben. Die Tatsache, dass digitale Schülerlotsen, digitale Helden und Medienscouts die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte mit Peer-Education-Ansätzen unterstützt und ergänzt, ist sehr hilfreich und für Schülerinnen und Schüler tatsächlich eine gute Sache. Sie ist aber eher ein Hinweis darauf, dass zu wenig Digitalisierung in der Lehrerausbildung in den vergangenen Jahren vorkam. Damit in einer Klasse oder in einem Kurs Bildungsinhalte bedarfsgerecht vermittelt werden können, müssen Lehrkräfte dementsprechend ausgebildet werden. Die Hochschulen haben das Problem erkannt und sich auf den Weg gemacht. Das ist gut so, denn auch hier ist noch Luft nach oben. Die außerschulischen Kooperationspartner weisen darauf hin, dass auch die Eltern der Schülerinnen und Schüler besser abgeholt werden müssen, wenn es um die Vermittlung von wichtigen Inhalten geht. Studien zeigen, dass die Eltern das Gefahren des Internets und der sozialen Medien häufig noch unterschätzen. Hier ist eine gute Kooperation zwischen Eltern und Schule dringend erforderlich. Denn auch Eltern müssen mit Lehrkräften im Rahmen eines erfolgreichen Jugendmedienschutzes an einem Strang ziehen. Sie sind schließlich die Experten für ihr Kind und damit die wichtigsten außerschulischen Kooperationspartner überhaupt. Und auch hier, scheint doch Luft nach oben zu geben. Abschließend stellt sich die Frage, ob die komplexen und wichtigen Inhalte wirklich nebenbei im Fachunterricht vermittelt werden können. Ich formuliere hier ein klares Nein. Lehrkräfte haben Zeitdruck aufgrund der Vielfältigkeit ihrer Aufgaben. Häufig fällt Unterricht aus, und nicht alle Schülerinnen und Schüler lernen gleich und benötigen individuelle Förderung. Sie weichen uns aus, werte Landesregierung, auf die Frage, wie viele Stunden pro Woche und Monat für den Jugendmedienschutz vorgesehen sind. Die Informationen sind an dieser Stelle ungenügend, und sie geben keinerlei Aufschluss darüber, wie schwerpunktmäßig das Thema im Unterricht behandelt wird. Jugendmedienschutz ist kein Inhalt für nebenbei, denn sonst wird er auch als solcher verstanden. Digitalisierung ist eine große Chance, werte Kolleginnen und Kollegen. Sie befähigt Schülerinnen und Schüler, sich von zu Hause mit Lerninhalten zu befassen. Sie ermöglicht das digitale Lernen mit Apps und vereinfacht das Arbeiten mit Lernmaterial und die Binnendifferenzierung. Von überall aus kann auf Lernblätter, Aufgabenstellungen und Austauschplattformen zugegriffen werden.
Digitalisierung birgt aber auch ein großes Risiko. Cybermobbing, News, Fake News, Hate Speech, Gewalt. Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden und lernen, mit Gefahren des Internets umzugehen, sie einzuschätzen und zu bewerten. Eine angemessene Bildungspolitik muss neben fachlichen Kompetenzen auch dazu beitragen, den Umgang zwischen Schülerinnen und Schülern offline sowie online sozial zu gestalten. Passiert an dieser Stelle nichts oder zu wenig, wächst eine Generation der Digital Natives heran, die das Internet zu unkritisch und ohne Vorsicht nutzt. Was hessische Schulen jetzt dringend brauchen, ist ein breit gefächertes Konzept mit Möglichkeiten des digitalen Lernens, technischer Ausstattung, Support und gut ausgebildeten Lehrkräften, die Kindern und Jugendlichen in ihrer schulischen Ausbildung bestmöglich unterstützen und deren Eltern effektiv mit einbeziehen. Es muss endlich an die Umsetzung gehen. Worten müssen Taten folgen, besser als heute, als morgen, denn auch hier ist noch reichlich Luft nach oben. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Herrn Scholz ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Die Antworten des Kultusministeriums auf den sehr umfangreichen Fragenkatalog der SPD-Fraktion vermitteln zumindest oberflächlich das Bild einer während der letzten Jahre vorbildhaft realisierten Umsorgung unserer Schüler, Lehrer und Eltern hinsichtlich der Vermittlung von Themen des Jugendmedienschutzes sowie der Erzeugung vollumfänglicher Medienkompetenz. Dort werden seitenweise mit oftmals euphemistischen Bezeichnungen versehene Projekte und Programme erwähnt, welche im Rahmen von Kooperationsverträgen des Kultusministeriums mit der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und dem Hessischen Rundfunk von diesen angeboten werden, ergänzt um spezifische Angebote für Eltern und fortbildungswillige Lehrkräfte. Ein Traum in Schwarz-Grün, zumindest für den oberflächlichen Beobachter, meine Damen und Herren. Nicht wenige der angebotenen Projekte kann man im Grundsatz inhaltlich positiv bewerten. Die Analyse der angehängten Datensammlung führt jedoch zu dem Resultat, dass die flächendeckende, systematische Einbindung dieser Angebote in unseren Schulen mitnichten gegeben ist. Denn in den Genuss der durch Landesmittel geförderten Einzelprojekte wie etwa Webclicker, News-Caching oder Mediencoachings kommen jedoch lediglich ein Bruchteil der hessischen Schüler und deren Eltern. Dies in einer Zeit, in welcher Fragen der Medienkompetenz und des Jugendschutzes größte Bedeutung zukommt. Dazu ein Beispiel aus unserer Landeshauptstadt Wiesbaden mit den über 250 Bildungseinrichtungen. Nicht etwa hunderte Klassen, sondern eben einmal 8. Wer hätte das gedacht? Von 3 Vorzeigeschulen wurden inzwischen 2016 und 2018 mit derartigen Projekten bedacht. Immerhin. Herr Kultusminister, welchen Mehrwert besitzt nach Ihrer Auffassung die mit Landeszuschüssen verbundene Vorhaltung dieser Angebote, wenn sie auf der anderen Seite bei den meisten Schülern überhaupt nicht ankommen? Ähnlich sieht es mit den Fortbildungsmaßnahmen für unsere Lehrkräfte aus, deren Teilnahme auf reiner Freiwilligkeit beruht. Innerhalb der letzten 3 Jahre qualifizierten sich demnach ganze 2032 der ca. 55.000 hessischen Lehrer zum Thema Jugendmedienschutz weiter. Und dies geschah vor dem Hintergrund überwiegend kostenfreier Veranstaltungen bei ca. 5.000 angebotenen Plätzen, was aus unserer Sicht völlig unzureichend ist. Die verhaltene Teilnahme dürfte, und das klang auch eben schon an, meines Erachtens dem Umstand geschuldet sein, dass sich viele unserer Lehrkräfte ohnehin schon an der Belastungsgrenze befinden. Bei Berücksichtigung des eklatanten Mangels an Fachlehrern ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Medienerziehung an vielen Schulen nur ein Randphänomen darstellt. Anders formuliert, Medienerziehung kann tatsächlich nur an jenen Schulen erfolgreich durchgeführt werden, wo sich mindestens ein Lehrer findet, der bereit ist, über sein reguläres Lehrerdeputat hinaus diese anspruchsvolle Herausforderung anzunehmen. Dies ist die traurige Realität im Lande Hessen,
des Jahres 2020, meine Damen und Herren. Aktuellen Studien zum Medienverhalten kann entnommen werden, dass unsere Schüler täglich mehrere Stunden und dies fern der jeder elterlichen Kontrolle Inhalte des Internets konsumieren. Uns allen ist sicherlich bewusst, dass es sich hierbei nicht primär um Recherchetätigkeiten zu Unterrichtsinhalten oder Verabredungen mit Freunden über die sozialen Medien handelt. Die schier unüberschaubare Anzahl pornografischer, gewaltverherrlichender sowie ideologisch extremistischer Internetinhalte sowie das sich verschärfende Phänomen des sogenannten Cybermobbings sollten hinreichend dafür sein, Herr Staatsminister, ausnahmslos jeden Schüler sowie Lehrer für den Umgang mit den damit verbundenen Risiken auf fundierte Art und Weise zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche können dabei Opfer und Täter zugleich sein. Opfer, zum Beispiel Pädophiler und aufgrund unzureichender Kenntnis der Gesetzeslage Täter, etwa beim Herunterladen lizenzrechtlich geschützter Dateien. Hierbei ist es nicht etwa in erster Linie unsere Aufgabe, Kinder vor der bereits im Alter von 14 Jahren beginnenden strafrechtlichen Verfolgung zu bewahren, sondern es geht vielmehr um den umfassenden Schutz ihrer Seelen, meine Damen und Herren. Didaktisch geschickt initiierte, internetbasierte Übergriffe radikal-islamistischer Ideologen auf unsere Kinder und Jugendlichen nehmen stetig zu. Linksradikale, sogenannte antifaschistische Aktivisten nutzen unter anderem die gerade seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Internet sehr umtriebige Fridays for Futures-Bewegung, die sich schon vor einiger Zeit von einer Graswurzelbewegung zu einem Vehikel linksextremer Gruppierungen entwickelt hat, dazu über die sozialen Medien ihre staatszersetzenden, kulturmarxistisch geprägten Ideologien in die Köpfe unserer aufgeschlossenen und allzu gutgläubigen Jugend zu implantieren. Und dies nicht zuletzt unter den Augen, unter dem Beifall hier anwesender Kartellparteien. Verantwortungsbewusste Eltern, ja, fühlen Sie sich angesprochen. Verantwortungsbewusste Eltern stehen daher in der Pflicht, ihre Kinder von mediendidaktisch qualifizierten Fachkräften natürlich unter Wahrung der gebotenen politisch-weltanschaulichen Neutralität schulen zu lassen. Getroffene Hunde bellen, nicht wahr, Herr Schalauske? Die Eltern können parallel hierzu durch vorbildhaftes Verhalten bei der Mediennutzung die Ausprägung der Medienkompetenz ihrer Kinder in erheblichem Maße befördern. Die Praxis zeigt allerdings, und davor darf man die Augen nicht verschließen, dass es allzu viele Elternhäuser gibt, auf deren Mithilfe nicht gebaut werden kann, die aufgrund ihrer Bildungsferne, defizitärer Deutschkenntnisse bzw. mangelhaft ausgeprägter Medienkompetenz überhaupt nicht in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu unterstützen. Meine Damen und Herren, das Sammelsurium an Angeboten des Landes Hessen zum Jugendmedienschutz und zum Erwerb angemessener Medienkompetenz hat sich dahingehend als untauglich erwiesen, als hierdurch nur vergleichsweise wenige Schüler erreicht werden. Aus diesem Grund sowie nach unseren Erfahrungen aus der Heim- und Fernbeschulung während der pandemiebedingten Schulschließungen halten wir die Einführung eines obligatorischen Unterrichtsfaches zur Vermittlung digitaler Medienkompetenz bereits in der Klassenstufe 5-6 für dringend geboten und ausnahmslos allen Schülern den souveränen, selbstständigen, verantwortungs- und sicherheitsbewussten Umgang mit dem Internet und hierzu erforderlichen digitalen Endgeräten zu ermöglichen. Hierzu schlagen wir vor, in den Stundentafeln je eine Wochenstunde für die Klassenstufe 5 bzw. 6 zu verankern. Vorzugsweise ist auf Lehrkräfte mit ausgewiesenem mathematisch-physikalischen bzw. informatischen fachwissenschaftlichen Hintergrund zurückzugreifen. Zur Festigung und Aktualisierung des erworbenen Wissens und Könnens werden für die höheren Jahrgänge alljährliche bewertete Projekttage durchgeführt, und zwar für alle Schulformen. Und ich wiederhole es noch einmal, für alle Schüler. Die regelmäßige obligatorische Weiterbildung
für alle unterrichteten Lehrkräfte. Herr Scholz, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Die regelmäßige obligatorische Weiterbildung für alle unterrichteten Lehrkräfte rundet dieses Konzept ab. Unsere Kinder haben ein Recht darauf. Meine Damen und Herren, wie eingangs erwähnt, kann die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage entnommen werden, dass das Kultusministerium im Rahmen von Kooperationsverträgen offenbar im großen Stil Aufträge zur Erbringung von Dienstleistungen zwecks Erzeugung von Medienkompetenz bei unseren Schülern, Lehrern und Eltern an die beiden Institutionen LPR und Hessischen Rundfunk auslagert und zugleich großzügig bezuschusst. Der Internetauftritt der LPR stellt uns die folgende bemerkenswerte Information zur Verfügung. Zitat: Die Medienanstalt Hessen ist eine unabhängige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung. Sie erfüllt ihre Aufgaben eigenständig und unterliegt keiner staatlichen Fachaufsicht. Zitat Ende. Weiter wird uns in der Antwort der Landesregierung mitgeteilt, dass die LPR ihrerseits Aufträge zur Medienerziehung an eine in Leipzig ansässige Agentur Medienblau vergibt. Nichts gegen die Farbe Blau, Herr Minister. Aber ich frage Sie abschließend, halten Sie es im Sinne des Ihnen übertragenen Bildungs- und Erziehungsauftrages und der unverhandelbaren Bestimmung des Artikel 7 Absatz 1 unseres Grundgesetzes, ich zitiere auch hier, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates, für legitim Anstalten und deren Subunternehmen mit eigenen wirtschaftlichen Partikularinteressen, die nicht der staatlichen Fachaufsicht unterliegen, in den Bildungsprozess einzubeziehen, und dies gerade dann, wenn es um ein so bedeutsames Feld wie die Medienerziehung geht. Es würde mich sehr freuen, Herr Minister Lorz, wenn die Beantwortung dieser Frage Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auch auf unseren Alternativvorschlag lenken würde. Unsere Kinder sollten es Ihnen wert sein. Ich danke Ihnen. Herr Scholz, Sie haben eben DIE LINKE als Kartellpartei bezeichnet. Ich weise Sie darauf hin, dass es unparlamentarisch ist und alle Parteien. Und ich rufe jetzt als Nächsten Herrn Promny von der FDP auf und bitte Sie, ans Rednerpult zu kommen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, liebe Kollegin Geis, Feststellung ist richtig, da ist noch viel Luft nach oben, und der Ausblick da oben ist sicherlich auch schön. Aber die Ausführungen eben haben ja gezeigt, die Luft, zumindest in dem Hohen Haus hier, scheint für eine Partei und eine Fraktion relativ dünn zu sein. Also, das würde ich auch mal festhalten noch. Stichwort Luft nach oben. Wie viele der hessischen Schulen arbeiten mit einer Datenübertragungsrate von 6 Mbit pro Sekunde? Die Antwort geht aus der Großen Anfrage der SPD hervor. 19 Schulträger haben noch Schulen in ihrer Trägerschaft mit 6 Mbit pro Sekunde. Bei weiteren 7 Schulträgern gibt es noch Schulen mit 16 Mbit pro Sekunde. Meine Damen und Herren, diese Schulen müssen in den kommenden Monaten Schülerinnen und Schüler digital beschulen, möglichst angebunden an Präsenzunterricht. Und die Schülerinnen und Schüler werden dafür auch noch benotet. Wie das angesichts der nicht vorhandenen Infrastruktur der Schulen geleistet werden soll, ist allerdings schleierhaft, meine Damen und Herren. Jedenfalls, so steht es im 14-Punkte-Plan des Kultusministers. Dieser 14-Punkte-Plan wäre aber auch nicht der erste 14-Punkte-Plan, der sich so in der Praxis nicht umsetzen lässt. Meine Damen und Herren, die Gigabit-Strategie der Landesregierung verspricht, dass alle Schulen bis 2022 mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet sein werden. Das hat auch die Digitalministerin schon mehrfach hier wiederholt. Allein von Ende 2020 bis Ende 2022 sollen noch 810 Schulen angeschlossen werden, wobei
alle ein dehnbarer Begriff ist. Vom Anschluss einzelner, in der Regel sehr kleiner Schulen, kann bei der Gigabit-Versorgung schon einmal abgesehen werden. So steht es jedenfalls in einer Antwort auf unsere Kleine Anfrage. Und wenn man genau hinsieht, steht da auch möglichst bis 2022 angeschlossen. Es bleibt also spannend, meine Damen und Herren. Spannend bleibt auch bei der Umsetzung des Digitalpakts die Frage, die in der Frage 12 der Großen Anfrage angerissen wurde. Es ging ja eigentlich darum, mit welchen Maßnahmen die Landesregierung die Umsetzung des Digitalpakts Schule sicherstellt. Eine Unterstützung der Schulen und Schulträger bei der Umsetzung des Digitalpakts ist offensichtlich dringend notwendig. Bis Anfang Mai hatten die Schulträger lediglich Förderanträge in Höhe von rund 24 Millionen Euro gestellt. Trotzdem feiert sich die Landesregierung in der Antwort auf Frage 12 erstmal, wie so oft, für die Verfügungstellung der entsprechenden Summe. Und die wirklich wichtigen Fragen, nämlich die Fragen der Umsetzung, bleiben unbeantwortet. Warum werden die Summen so schleppend abgerufen? Welche Unterstützung gibt es für die Schulträger und Schulen? Meine Damen und Herren, es steht außer Frage, dass viele der Schulen die Mittel derzeit besonders brauchen. Und man hätte in der Krise die Förderrichtlinien auch anpassen können, um hier eine schnelle und unbürokratische Hilfe gewährleisten zu können. Ja, die Landesregierung hat diese Chance leider verstreichen lassen. Leider. Umso mehr muss jetzt nach dem Flaschenhals des Digitalpakts gesucht werden. Hier braucht es gezielte Hilfemaßnahmen. Zuletzt komme ich noch zu dem Thema Fortbildung der Lehrkräfte. Fortbildungen sind elementar, um digitale Medien sinnvoll und verantwortungsvoll im Unterricht einzusetzen. In der Antwort auf die Große Anfrage klingt das Fortbildungsangebot dann auch erstmals sehr vielversprechend. Der Begriff kommt ganze 85 Mal vor. Seitenlang werden Titel und Fortbildungsveranstaltungen referiert. Die Themen reichen von Cybermobbing bis zum Datenschutz. Es geht um das eigene Mediennutzungsverhalten, den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, aber auch um Elternarbeit. Ja, und prima facie klingt das alles erst einmal sehr vielversprechend, bis man dann genauer hinsieht. Die Fortbildung mit dem Titel Pubertät 2.0, Einblick ins digitale Schülerleben, hatte im Jahr 2018 immerhin 6 Teilnehmende. Immerhin. Eine Fortbildung mit dem Titel Jugendmedienschutz 5 und die Fortbildung Kinder- und Jugendschutz gehören in ein Mediencurriculum 3. Und das sind nur Beispiele von den Fortbildungsangeboten, bei denen die Teilnehmerzahl überhaupt erhoben wurde. Von den 115 in der Datenbank der Hessischen Lehrkräfteakademie akkreditierten Veranstaltungen liegen nur 57 Veranstaltungen zu diesen 57 Veranstaltungen überhaupt Zahlen vor. Die Landesregierung resümiert angesichts dieser Zahlen, ich darf das mal zitieren, bei den angebotenen Veranstaltungen gab es folglich genügend Platz zur Teilnahme. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, da stimmt etwas nicht. Das Angebot trifft nicht die Nachfrage, und über die Fortbildung wird zu schlecht informiert. Am Bedarf der Lehrkräfte kann die niedrige Zahl der Teilnehmenden jedenfalls nicht liegen. Es ist durch die Corona-Zeit doch gerade ersichtlich geworden, dass hier ein erhöhter Bedarf ist. Für mich zeigen diese Zahlen aber auch, dass es dringend ein durchdachtes, umfassendes Konzept zur Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte braucht. Was es nicht braucht, ist eine weitere Maßnahme, einfach nur Stückwerk zu betreiben. Und um zuletzt noch einmal den Bogen zum Anfang meiner Rede zu schließen, weise ich hier erneut auf Folgendes hin. Die Verpflichtung zur Medienbildung in den Kerncurricula reicht nicht, um Lehrkräfte zu einer Fortbildung zu motivieren, insbesondere nicht, wenn noch nicht einmal die notwendige Infrastruktur in den Schulen vorhanden ist. Meine Damen und Herren, Papier ist geduldig,
Man kann in den 14-Punkte-Plan viel reinschreiben. Man kann auch reinschreiben, dass die Schulen Schülerinnen und Schüler per Video zum Präsenzunterricht dazuschalten sollen. Dass dafür an vielen Schulen die notwendigen Voraussetzungen fehlen, gehört aber auch zur Wahrheit dazu, zur bitteren Wahrheit, meine Damen und Herren. Als nächstes hat sich Herr Feilmann von der CDU zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Opposition nutzt ja bekannterweise jede Gelegenheit, uns vorzuwerfen, dass die Landesregierung und die tragenden Fraktionen sich lobend über ihre Leistungen äußern. Eigentlich sprechen ja die Antworten auf die Große Anfrage absolut für sich und bedürfen keiner großen Erläuterung. Zeigen Sie doch, dass durchaus die Entwicklung nicht verschlafen wurde. Trotzdem möchte ich jetzt einige Ausführungen machen, denn mit dieser umfangreichen Großen Anfrage zwingen Sie uns ja nun geradezu, unsere Leistungen auch öffentlich darzustellen. Der Kernbegriff Ihrer Großen Anfrage ist der Jugendmedienschutz. Jugendmedienschutz, meine Damen und Herren, ist ein Begriff, bei dem manche sehr unterschiedliche Vorstellungen haben über den Inhalt. Und daher ist gelegentlich manche Diskussion schon von vornherein in einem schwierigen Fahrwasser. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, des Jugendmedienschutzstaatsvertrages oder auch des Strafgesetzbuches eingehen, die Sie sicherlich in Vorbereitung auf die heutige Debatte schon ausgiebig studiert haben. Jugendmedienschutz bedarf neben den rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere der Förderung der Medienkompetenz. Eine bundesweite Initiative, die Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken, ist z.B. Schau hin, was dein Kind mit Medien macht, ein Medienratgeber des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir müssen aber gar nicht auf die Bundesebene schauen, sondern können auch mit Blick auf das Land die Bedeutung des Themas erkennen. Zuallererst kann ich sagen, dass der Jugendmedienschutz natürlich an vorderer Stelle bei allen Überlegungen zur Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben an Schulen steht. Dies zeigen Ihnen ja eben auch die Antworten auf die Große Anfrage. Natürlich, Frau Geis, gibt es immer wieder Luft nach oben. Aber wie Herr Promny schon festgestellt hat, wird die Luft da oben recht dünn. Und deshalb bleiben wir wie gewohnt auf dem Boden der Tatsachen. Bereits in meiner Rede zum Digitalpakt Schule habe ich Ihnen die vier Säulen beschrieben, die für die Umsetzung des Digitalpaktes ausschlaggebend sind. Ich will diese nicht noch einmal in Gänze aufzählen, denn Sie wissen als aufmerksame Zuhörer, dass der Jugendmedienschutz hier eine bedeutende Rolle spielt. Denn nur wer bestimmte Schritte ordentlich miteinander verzahnt, kann ein homogenes Ganzes erwirken. Eine gute Aus- und Fortbildung unserer Lehrkräfte verbunden mit einer pädagogischen Unterstützung seitens des Landes ist dabei von grundlegender Bedeutung. Darauf aufbauend greifen dann die Maßnahmen zur Ausbildung einer Medienkompetenz und des Jugendmedienschutzes. Hier fördern wir bereits Schülerinnen und Schüler im sicheren und kritisch-reflexiven Umgang mit digitalen Medien. Seit 2010 zum Beispiel gibt es einen Landeskoordinator für Jugendmedienschutz. Das Angebot an Fortbildungen wird durch Handreichungen bzw. Unterrichtsmaterialien ergänzt. Die vorhandenen Kooperationen, die schon angesprochen wurden, mit dem HR, der LPR oder den digitalen Helden, sollen auch um weitere Kooperationen ergänzt werden. Für alle Maßnahmen stehen auch die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Exemplarisch nenne ich nur wenige Beispiele. Medienbildung erhält jährlich 300.000 € für die Fortbildungsreihe Jugendmedienschutz, für die Kooperation mit dem HR, für Bildungsangebote und Materialien des HR. Zusätzlich kommen dazu 250.000 € für den Jugendmedienschutz unter den Fortbildungsmitteln der staatlichen Schulämter. Weitere 140.000 € jährlich gehen an die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Sie können aus den genannten Zahlen, denke ich, schon erkennen, dass Jugendmedienschutz ein durchaus wichtiges Thema ist. Sowohl die Jugendlichen selbst als auch vor allem die Lehrkräfte und, soweit ihnen möglich, die Eltern sind nun aufgefordert, den richtigen und vor allem sicheren Umgang mit den neuen Medien vorrangig zu behandeln. Nur wenn alle Maßnahmen in diesem Bereich funktionieren, kann auch der Unterricht mit neuen Lernformen und digitalen Methoden erfolgreich sein.
Medienkonzepte mit entsprechenden Inhalten und Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrer sind ebenso wie eine sichere Arbeitsumgebung wichtige Bestandteile für die Realisierung eines wirkungsvollen Jugendmedienschutzes an Schulen. Ziel muss es sein, dass die Schülerinnen und Schüler die digitalen Angebote pädagogisch sinnvoll nutzen und sich vor allem sicher im Netz bewegen können und z.B. Fake News zielsicher herausfiltern können. Sie sollen erkennen, wenn bestimmte Angebote sie auf einen kriminellen Pfad locken wollen. Der sichere Umgang mit und der fachliche gezielte Einsatz von digitalen Instrumenten sowie deren Bewertung ist, wie schon gesagt, eine absolute Kernkompetenz für die digitale Welt. Alle Maßnahmen für die Schülerinnen und Schüler und die Fortbildungen für die Lehrkräfte sind im Gesamtpaket des Einsatzes digitaler Medien und Hilfsmittel darauf ausgelegt, die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Unterrichtszeit in jeglicher Hinsicht fit für die digitale Welt zu machen. Wir haben neben dem Angebot von LPR und HR zum Beispiel mit dem Praxisleitfaden Medienkompetenz Bildung in der digitalen Welt den Schulen ein Instrument an die Hand gegeben, das bei der Vermittlung der Kompetenz für einen verantwortungsbewussten, reflektierten und kreativen Umgang mit digitalen Medien im täglichen Unterricht unterstützt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich hier kurz auf die Situation an unseren Schulen eingehen, wie er sich mir darstellt. Ich war in den vergangenen 14 Tagen an vielen Schulen unterwegs, um mich über die Bewältigung der Corona-Krise zu informieren. Dabei war natürlich die Digitalisierung ein zentrales Thema, und zwangsläufig kam auch das Thema Jugendmedienschutz und wie er in den Schulen behandelt wird, dabei auf. Ich möchte an dieser Stelle einmal alle IT-Verantwortlichen der Schulen und alle Lehrkräfte, die neue Medien in den Unterricht einbauen, loben. Denn sie machen, vor allem auch in der plötzlich aufgetretenen Krisensituation, ich sage es mal so flapsig, einen super Job. Der Jugendmedienschutz wird wie selbstverständlich immer in den Unterricht integriert und steht auch absolut im Fokus und natürlich auch im eigenen Interesse der Lehrkräfte. Oftmals gibt es sogar spezielle Stunden, die ausschließlich der sicheren Handhabung digitaler Medien in jeglicher Hinsicht dienen. Und dazu braucht keiner der Lehrer unbedingt jetzt eine Anweisung. Natürlich werden Handreichungen und Unterstützungen immer gerne angenommen. Meine Damen und Herren, wenn Sie im Abschnitt 3 der Großen Anfrage lesen, dass seit 2016 über 100 Veranstaltungen zum Thema Jugendmedienschutz akkreditiert wurden, und wenn Sie dann in der Antwort zu Frage 2 die vielfältigen Themenfelder, zu denen es zentrale Fortbildungsangebote im Bereich Jugendmedienschutz gibt, und wenn Sie den finanziellen Aufwand dafür sehen, dann werden Sie nicht umhin können, zuzugeben, dass das Thema Jugendmedienschutz ein zentrales Thema bei den Digitalisierungsmaßnahmen für die hessischen Schulen darstellt. Die Kerncurricula enthalten an vielen Stellen Verweise und Inhalte zum Jugendmedienschutz, und mit der Handreichung Jugendmedienschutz stellt die Landesregierung zu ausgewählten, wichtigen Themen in diesem Bereich ausgezeichnetes Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Meine Damen und Herren, das Land unternimmt große Anstrengungen im Rahmen des Digitalpaktes Schule, in den das Land ja noch einen erheblichen finanziellen Anteil einbringt, um letztendlich 500 Millionen Euro für eine leistungsfähige digitale Bildungsinfrastruktur verausgaben zu können. Alle Maßnahmen können aber nur dann erfolgreich sein, wenn so wichtige Bestandteile der digitalen Ausbildung und Handhabung der Instrumente wie der Jugendmedienschutz nicht nur ein Nischendasein führen. Er gehört ganz nach vorne in der Agenda, und ich bin guter Dinge, insbesondere nach den Erfahrungen bei den Schulbesuchen, dass wir die jungen Menschen ordentlich auf das spätere digitale, berufliche und private Leben vorbereiten. Ich bedanke mich nochmals ausdrücklich bei den Fragestellern der Großen Anfrage dafür, dass sie uns auf diesem Weg aufgefordert haben, aufzuzeigen, wie wichtig der Jugendmedienschutz für die Regierungsfraktionen und die Landesregierung ist und welche ausgezeichnete Arbeit sowohl qualitativ als auch quantitativ hier bereits geleistet wird. Meine Damen und Herren, der Schutz unserer Jugend durch einen sicheren Umgang mit den neuen Medien bleibt auch weiterhin ein zentrales Thema im Bereich der Digitalisierung von Schulen. Vielen Dank.